Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich habe meine Pläne für dieses Video ein klein wenig geändert, beziehungsweise ich hatte ja gesagt, dass ich noch etwas plündern werde. Ich befinde mich jetzt hier auf der Karte, über dem Kloster Allen. Chester oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Mein Problem ist nur, dass sich hier auch ein Mitglied des Ordens befindet, und zwar der Redwald. Da sollte ich die Stärke 90 für haben. Ich glaube, das ist der, der mich letztes Mal schon platt gemacht hat. Ich habe allerdings gesehen, dass hier in der Nähe direkt zwei verschiedene versteckte Eingänge sind. Und ich wollte ja eigentlich nur diese Schnellreise hier freischalten, also offline. Aber da ich diese beiden Eingänge gefunden habe, würde ich gerne schauen, dass wir da auch hingehen und die freilegen. Im Moment stehe ich noch hier oben, weil ich, wie gesagt, ja das Ganze freigelegt habe. Ach, da ist was, wo ich runterspringen kann. Das ist gut. Ich hoffe, ich lande auch richtig. Tut mir ja irgendwie innerlich immer so ein bisschen weh, wenn ich hier runterspringe. Okay, jetzt muss ich nochmal schauen, wo der Typ jetzt ist, weil der wird mir nur auf der Karte angezeigt, aber ich glaube nicht hier oben drin, weil ich dem jetzt nicht unbedingt begegnen muss. So, da hinten war auch noch ein versteckter Eingang. Der war 66 Meter, der 54. Hier laufen auch so noch ein paar Wachen rum. Ach, ich glaube, das ist der Typ da hinten. Was siehst du? Oder auch nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich werde auf jeden Fall hier jetzt erstmal eine Markierung hinmachen. Wobei, nee, das ist weiter rechts von mir, hä? Okay, das muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen. Aber der Typ ist auf jeden Fall nicht hier. Also werden wir uns jetzt mal ein bisschen dahin schleichen. Ich meine, es ist der, der da hinten steht, aber. Ich habe irgendwas gehört. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Eingang. Das ist auch der, den ich haben wollte. Okay. Muss man das hier erstmal kaputt schlagen? Könnte das sein? Nein, da drauf. So. Kann ich das vielleicht mit einem Pfeil machen? Kann ich auch nicht. Warum kann ich dann hier nicht einfach runter? Leute. Ach, jetzt macht er das. Warum hat er das vorher nicht geschafft? Ich weiß es nicht. Okay. Schauen wir mal, was wir hier alles so finden. Was ist das denn hier? Ist was zum Plündern? Da geht's auch noch runter. Da hinten wird es ziemlich dunkel. Schauen wir doch erstmal. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Dann machen wir die Fackel auch mal wieder weg. Dann schauen wir mal hier unten rum. Was auch immer das war. Ach, das war die Schlange, die mich gerade an. Okay, das waren mehrere Schlangen. Okay. So. Wo leuchtet es jetzt? Hier kann man nur gucken, nehme ich an. Okay. Muss ich hier irgendwas drücken? Schleichen? Muss ich hier vielleicht irgendwas vorher machen? Weil ich habe mittlerweile schon festgestellt, dass man wohl irgendwelche Rätsel teilweise vorher lösen muss. Spring doch einfach mal. Ne, da sollst du jetzt nicht hochspringen. Du sollst nur einmal und das dann kaputt machen. Genau. Oh, okay. Komme ich darum vielleicht dahin? Hallo, geh da runter. Na los. Mal schauen, wo wir hinkommen. Also ich bin genauso ahnungslos wie ihr jetzt vermutlich auch. Das
sieht aber ganz gut aus. Da war allerdings auch verschlossen. Deswegen weiß ich jetzt natürlich nicht. Ah, okay. Moment, dann gucken wir mal, ob wir das mit Pfeilen machen können. Ah, sehr schön. Das ist weniger schön. Okay, mein Pfeil ist irgendwie jetzt am Brennen, aber das ist nicht so schlimm. Gut, das bewegen wir mal eben weg. Weil ich denke mal, dass wir da dann wieder raus müssen. Und was haben wir jetzt hier gefunden? Hakenspeer aufspießen. Okay. Das ist was genau? Mein... Komm, zeig es mir. Hallo. Nein. Oh, Leute, das solltest du mir zeigen, bevor ich das auswähle. Mann, spieße Gegner mit deinem Hakenspeer auf und wirf sie mit L in eine beliebige Richtung. Stoßen sie gegen Hindernisse oder andere Gegner, erleiden sie massiven Schaden. Wer? Die anderen Gegner oder die, die man weggeworfen hat? Aber das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich würde sagen, dass wir das nach unten machen. So, und das dann, wie es vorher war, natürlich nach rechts. Was mich jetzt etwas irritiert, ich habe doch die ganzen Gifte nach links gemacht, oder nicht? Sturzflug. Rennen und packen. Ach so, da war gar kein Gift drin. Okay. Ja, ja, okay. Dann ist das in Ordnung. Ja, und so schnell oder relativ schnell findet man dann wieder eine neue Fähigkeit. Ich finde das unheimlich cool. Da können wir jetzt wahrscheinlich so drunter herkriechen. Ja, okay, perfekt. Da haben wir aber jetzt noch einen anderen Eingang gehabt, wo wir noch rum müssen. War das jetzt hier? Ja. So, mal schauen. Oh, 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 okay. Das ist auf jeden Fall der, dem ich nicht begegnen möchte. So, im Prinzip haben wir drei Eingänge. Das, ah, nee, Moment. Das ist der. Und das ist der, wo ich hin will. So, ich hoffe, er bleibt jetzt da, weil, wie gesagt, ich möchte ihm nicht unbedingt jetzt begegnen. Och, geh doch mal weg. Okay, er ist nicht da geblieben, das war mir so klar. Ich meine, die anderen wären wahrscheinlich noch okay. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch hier die Stufe ist in dem Gebiet. Aber dem einen Typen möchte ich halt nicht unbedingt begegnen. Warum reitet der jetzt wieder zurück? Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Der Eingang ist wahrscheinlich darunter, nehme ich mal an. Sühnen, leite mich. Oh, jetzt kommt er von da. Der ist unter der Brücke. Okay. Ich denke mal, hier befindet sich aber auch keiner. Oh, doch. Aber es scheint kein Dings hier zu sein. Entschuldigung. So, die Frage ist jetzt,
Wo genau ist jetzt der Eingang? Sei meine Augen. Okay, ich habe eine Kernherausforderung abgeschlossen. Das ist schön. Hab aber keine Ahnung. Ach, ich habe Units verdient. Das wäre natürlich klasse. Da muss ich gleich mal kurz reingehen. Ist hier irgendwo irgendwas? Was mir schaden könnte? Hallo, geh doch mal hier weg. Ich sehe doch gar nichts. So, ist da noch irgendwas? Das können wir mitnehmen. Perfekt. Okay, ich werde mal kurz schauen. Ich werde aber vorher mal ganz kurz speichern. So, falls doch irgendwas passieren sollte. Ich werde mal kurz schauen. Also, ich habe gerade mal nachgeguckt. Leider ist mir nichts gut geschrieben worden von dem, was da gerade behauptet worden ist. Es kann aber eventuell damit zusammenhängen, weil ich natürlich jetzt keinen Neustart gemacht habe vom Spiel. Da werde ich dann nach dieser Folge mal nachschauen, ob wir uns endlich diesen speziellen Bogen kaufen können oder vielleicht doch nicht. Oh, ja, geh doch mal runter. Ich wollte das doch nur lesen. So, Vermerk eines Schatzsuchers. Ich gebe meine Suche auf. Hier gibt es keinen Schatz zu finden. Ich habe sicherlich jeden Winkel dieser Höhle abgesucht. Jemand muss den Schatz vor langer Zeit weggeschafft haben. Da bin ich ganz sicher. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück und sehe nüchtern noch einmal genauer nach, doch ich bezweifle, dass das einen Unterschied macht. Okay, das hört sich ja nicht sehr positiv an. Geh doch mal hier runter, Mann. So, hier haben wir noch was. Und das sammeln wir mal ein. Ja, wir haben die Schatzhortkarte eingesammelt. Ich schätze mal, dass das der Schatz war, der hier lag. Wobei, in 110 Meter Entfernung soll hier noch ein Schatz sein. Die große Frage ist... geradeaus links. Haben wir den jetzt übersehen? Eben, wo wir da drin waren? Hm. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich schaue mich jetzt hier nochmal genau um in der... Ah nee, das war das zum Lesen. In der Höhle, ob man da vielleicht noch irgendwo weitergehen kann. Es kann natürlich wirklich sein, dass wir irgendwas übersehen haben. Oder kann man hier was abfackeln vielleicht? Nein, kann man nicht. Oh. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Kann ich das vielleicht mit der Fackel irgendwie abfackeln? Oder... auch nicht. Hm. Ansonsten sehe ich jetzt hier tatsächlich keinen anderen Weg. Mich mal eben hier in die Ecke. Was siehst du da oben, Sühnen? Also, da soll da hinten soll noch ein Schatz sein. Die Frage ist nur, kommen wir dahin durch den Eingang, wo wir waren, oder ist der Schatz jetzt hier irgendwie von außen zu bekommen? Eventuell kann man das nämlich hier kaputt machen. Sieht alles so ein bisschen aus, als ob man es kaputt machen könnte. Aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher. Es ist auf jeden Fall da dieser Ort, wo ich... wo ich eben gewesen bin. Und es gibt noch einen Schatz mit einer Rüstung hier links. Da könnte ich gleich auch nochmal hin. Ja, ich würde sagen, ich schleiche mich dann nochmal. Oh, da war gerade eine Wache. Ich würde sagen, ich schleiche mich dann nochmal zu dem einen Ort hin.
Na, bleib doch nicht überall hängen. Ich schleiche mich natürlich nicht dahin, sondern ich schleiche dahin. So. Das ist der, dem ich, glaube ich, nicht begegnen möchte. Die sind zwar nicht so schlimm, nehme ich mal an, aber die müssen mich ja auch nicht unbedingt sehen. Das war aber das hier. So, die Frage ist jetzt. Kann man das irgendwie kaputt schießen, kaputt machen, wie auch immer? Kann man vielleicht von oben runterspringen oder sowas? Damit das kaputt geht. Also ich denke mal eher, dass wir das von dem Geheimgang unten machen müssen. Aber na, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Gut, das könnte auch die Verbindung nach hinten einfach nur sein. Okay, der springt nicht da drauf. Man sieht hier auch nichts. Da ist auch nichts. Ah, Moment. Moment. Haha. Wieso kann ich nicht höher zielen? Wahrscheinlich muss ich deswegen nach oben, weil ich von hier aus nicht höher zielen kann. Das probieren wir mal aus. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Hoffe ich zumindest. Dass irgendjemand gehört? Nö, interessiert die alle nicht. Dann ist gut. Okay. Ah. Aber... Ach so, doch. Wir können ja hier... doch mal los. Sehr schön. Oh, dieses ganze Chaos nur für einen Kohlebachen. Oh je, oh je, oh je. Aber gut, es ist etwas, was man auf jeden Fall gebrauchen kann. Und wir haben 2 Fertigkeitspunkte erhalten. Das ist natürlich noch besser. Da schauen wir dann auch direkt nochmal eben nach. Beziehungsweise ich schaue vorher noch mal eben nach. Da war doch noch diese Rüstung, glaube ich. Genau, die müssen wir nämlich auch noch machen. Aber die Fertigkeitspunkte, die setzen wir natürlich auch mal eben ein. So, die Frage ist, was hatte ich jetzt noch nicht freigeschaltet? Das mit dem geführten Pfeil, da war ich ja eigentlich am Hinarbeiten. Aber wir haben das Adrenalinfeld immer noch nicht gemacht. Verbessert die Beherrschung von Speeren. Na gut, wir haben ja eh keinen Speer. Okay, also Fähigkeitenschaden möchte ich auf jeden Fall immer wieder jetzt erhöhen. Obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass wir das Adrenalinfeld gemacht hatten. Ja, also irgendwas... Irgendwas ist nicht ganz richtig gelaufen, habe ich so hier im Gefühl. Weil ich definitiv das mit der Rauchbombe schon freigelegt hatte. Das habe ich in irgendeiner Folge vorher nämlich schon gezeigt. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendeiner meiner Spielstände hier kaputt gegangen ist. Und das jetzt daran lag. Sprintangriff. Kann sogar sein, dass ich den auch schon... Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich den
nicht gemacht habe. Aber ich habe definitiv das hier schon freigeschaltet, weil das habe ich schon in einer vorherigen Folge irgendwann erwähnt. Ich würde sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall nochmal eben schnell speichere, weil das kommt mir alles so ein bisschen seltsam vor. Das ist natürlich blöd. Nachher macht er, wenn man auf Fortsetzen geht, doch nicht Fortsetzen, sondern irgendwas anderes. Das wäre natürlich nicht so günstig. Da klettern wir am besten mal hier hoch. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen dahin. Die Frage ist, zum einen, wo können wir uns jetzt am besten verstecken? Falls die jetzt wiederkommen. Oh. Das ist aber, glaube ich, nicht der eine, ne? Das ist nicht der vom Orden, glaube ich. Oh, ne, der ist nämlich geradeaus vor mir gerade. Das ist nicht gut. Da kann ich noch hin. So, die nächste Frage wäre, das ist dann in dem Gebäude. Da kann ich noch hinschleichen. Von oben, denke ich mal, wird man eher nicht da reinkommen. Kommt der jetzt hier nochmal zurück? Ich sehe zumindest im Moment nichts. Was aber nichts heißt, denn da ist er schon wieder. Und er kommt natürlich auch direkt hier rein. Ich habe es gewusst. Komm, schleich dich. Geh woanders hin. Da oben ist noch mindestens eine Wache drin. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, ich weiß, ich weiß. Komm, geh da rein. Sie wurde wohl verriegelt. Tja, das heißt, wir müssen doch von oben ran, oder? Was heißt das jetzt für uns? Da kommen wir nicht rum, nehme ich mal an. Geh doch einfach weiter nach rechts. Ja, komm. Ja, und weiter nach oben. Los. So, von da aus kommen wir allerdings nicht ran, wie ich mir schon gedacht hatte. Es ist natürlich schlecht. Ich schick mal meinen Raben rüber. Oh, Moment, was haben wir denn da? Da haben wir noch ein Rätsel, so wie es aussieht. Oder? Nee, das ist nur zum Plündern. Okay. Das ist kein Rätsel. Das war nur gerade so am Leuchten. Okay, also, da ist keine Tür zu sehen. Von der Seite ist es zwar kaputt, aber da ist auch keine Tür zu sehen. Wie soll ich das denn dann aufbrechen? Wenn ich die Tür ja anscheinend nicht aufbrechen kann. Und von oben scheinbar nicht da reinkomme. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ist eine sehr gute Frage, die wir vermutlich gar nicht beantworten können. Da kann man sich oben bewegen. Da kann man dann hier rüber klettern. Das ist auch alles schön und gut. Dann kommt man nach hier, aber kommt man ja trotzdem nicht hier rein. Oh, wo kommt der denn her?
so weit weg anscheinend. Oder ich muss einen Schlüssel finden. Das kann natürlich auch sein. Aber ich wüsste jetzt absolut nicht wo, weil auch keine Markierung hier ist und nichts. Und ich natürlich jetzt nicht wüsste, wer den Schlüssel hat. Ja, ehrlich gesagt, das ist mir noch ein Rätsel. Also ich würde das Ganze mal im Auge behalten, aber ich finde jetzt so auf Anhieb keinen Eingang, wie man hier reinkommt. Ich meine, mit einem Schlüssel, okay. Man könnte vielleicht mal gucken, ob man hier zwischendurch ein paar Leute angreifen kann und da eventuell einen Schlüssel findet. Aber ich will jetzt die Folge nicht noch weiter überstrapazieren. Deswegen würde ich sagen, dass wir einfach hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.